Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sid Meier's Railroads. Wir sind in der Deutschland-Map, die ich ja irgendwie vergessen habe. Mea culpa, mea maxima culpa. Und ja, wir sind jetzt dabei, hier die Mission in Prag zu erfüllen. Prag macht aus unseren Bäumchen Industriegüter. Hier geht die Strecke irgendwie durch die Wiese durch. Und aus irgendeinem Grunde konnte ich beim letzten Mal nicht hier Berlin und Dresden und Co. verbinden, aber ich weiß ja schon warum. Natürlich muss dann hier auch die Dresden-Strecke mit unserer Strecke nach Prag verbunden sein. Und jetzt kann ich hier Passagiere und Güter, Heidenai ist das langsam, alles nach Berlin transportieren. Und zwar mit einer Direktverbindung. Güter, Industriegüter werden natürlich deutlich mehr Geld bringen als die Personensachen. Schauen wir mal hier an. Personensachen. Bier. 24.000. Ja. Post 8. Passagiere 12. Das ist jetzt das, ne? Lebensmittel leicht mehr. Industriegüter 32.000. Also Bier und Industriegüter sind so der Top. Und dann kommen natürlich die Sachen wie Stahl und Automobile. Hier auch wieder das meiste. Auf anderen Maps sind es ja die Bomben. Ja, was dem Deutschen das Automobil ist, dem Amerikaner die Bombe. Das ist ja auch eigentlich sehr realitätsnah. So, das hätten wir geklärt. Das läuft alles. Jetzt gucken wir mal kurz auf unseren Missionsfortschritt. Das mit den Waggonladungen, das sollte passen. Das hier auch. Jetzt kommt Berlin und Hamburg verbinden. Da die Strecke der Fliegende Holländer nachbauen. So, Hamburg. Na, Hamburg ist hier oben. Und wenn du in diese gedeihende regionale Eisenbahn investierst, hättest du Teil dieser Geschichte sein können. Ja, 500% Gewinn. Das ist meine Geschichte sozusagen. Ja, und wir wollen jetzt möglichst eine sehr schnelle Strecke von Berlin nach Hamburg. Das heißt, da werden wir mal richtig tief in die Tasche greifen und quer durchs Gelände eine Direktstrecke nach Hamburg bauen, so schnell es geht. Da geht ja komplett hier die Strecke durch den Talschnitt und so. Ich hätte vielleicht noch einschalten können, dass die Strecke im Profil das anders macht. Natürlich hatte ich jetzt hier einen riesen Bogen, ne? Aber wir wollen natürlich einfach nur die Mission erfüllen. Deswegen noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr so Missionen habt mit Geschwindigkeit. Huch. Was ist denn jetzt los? Prag vergibt 100.000. Ja, das Angebot haben wir erledigt, genau. Warum geht das jetzt gerade nicht? Da bin ich jetzt gerade etwas überfragt. Hä? Oha. Jetzt haben wir so eine lange Strecke gebaut und die ist nicht richtig verbunden hier, oder wie? Oder was? Oder wo? Das fehlte ja noch hier. Also angezeigt hat das ja, ne, in der Mission. Ha, ärgerlich. Naja, passiert. So, also, wir nehmen da natürlich nur ganz wenig Waren, damit die Strecke auch schnell bleibt. Ich weiß jetzt nicht, in welche Geschwindigkeit der Zug schnell sein soll. Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach mal die Mission jetzt mit diesem Zug. Und wenn wir die Mission abgeschlossen haben, können wir ja ganz normal die Güter dann noch transportieren. Ja, Zeit hier meinen Brauereizug mal zu optimieren. Wir sehen zwar schon, dass der ordentlich Gewinn macht, aber der kann auch mehr Gewinn machen. Denn, das können wir hier jetzt einstellen, denn er kann natürlich mehr Bier jetzt noch mitnehmen hier. Oh. Noch mehr Bier mitnehmen. Endbahnhof natürlich nicht. Weil Getreide kriegen wir hier genug und wir machen ja auch mit jedem Wagen, der hier abgeladen wird, da wir diese Firma gekauft haben, die Industrie gekauft haben quasi, nochmal zusätzlich Gewinn. So. Und dann schauen wir mal. Verbunden haben wir. Geschwindigkeitsrekord. Habe ich möglicherweise falsch gemacht.
Oder halt, wir schaffen das halt mit dem neuen Zug. Halt. Okay, so, weiter geht's. Berlin verbunden, Frankfurt am Main. München wurde noch nicht verbunden. Köln wurde noch nicht verbunden mit dem Rest der Welt. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Also wir haben das hier verbunden. Wir können hier geradeaus fahren. Also wir können hier nach Berlin fahren. Die Strecke funktioniert. So, jetzt müssen wir noch irgendwo nach München. Ne, was war das noch? Seht ihr mal, wie... Hamburg benötigt einen Endbahnhof. Okay, das müssen wir auch noch machen. Genau, München bietet Bürgermeister Eisenbahnanreize zum Bau an. Hier machen wir erstmal einen Endbahnhof. Zack. Zack. Damit haben wir die Mission auch erfüllt. So, jetzt auf nach München. Einige Leute wieder fragen, wo ist denn bei dir eigentlich München? So, und ich würde sagen, wir verbinden zunächst mal ja, Leipzig. Leipzig, München. So, wunderbar. Hier München. Alleinsteigen zum Oktoberfest. Und da seht ihr schon wieder mein schöner Bahnhof. Wird das tun, was er soll, nämlich die Passagiere von München in dem Fall nach Leipzig bringen. Wir haben uns in dieser Staffel, also in der Deutschlandstaffel, wenn ihr so wollt, irgendwie noch gar nicht so richtig mit der Industrie befasst, weil auch viele Aufgaben sich, wie gesagt, um den Personenverkehr drehen. Das mit dem Geschwindigkeitsrekord habe ich noch nicht ganz verstanden. Frankfurt am Main verbunden, München verbunden, Köln wurde noch nicht verbunden. Warum auch immer Köln nicht verbunden sein soll, verstehe ich gerade nicht ganz. Baue ein besseres Deutschland und verbinde Berlin, Frankfurt, München und Köln. Berlin, Frankfurt, München, Köln wurde noch nicht verbunden. Stahlfabriken Frankfurt und München. Also hier Stahlfabrik kaufen. Das ist dann schon mal unsere. 50 Wagenladungen in irgendein Ziel in Deutschland, okay. Also müssen wir jetzt gleich noch die in Frankfurt kaufen. Aber warum ist Köln nicht... Also da bin ich mir gerade nicht sicher, warum das so ist. Also dass er das nicht annimmt, ist mir gerade ein Rätsel. So, jetzt haben wir hier einen neuen Rekord aufgestellt. Aber nicht den, den wir wollten. Und der hier erzielt immer noch nicht. Da müssen wir vielleicht die Geschwindigkeit erheblich erhöhen oder so. Keine Ahnung, aber ihr habt ja dann gesehen, dass das jetzt nicht unbedingt an mir liegt, wenn das hier nicht funktioniert. Und dann haben wir hier Frankfurt am Main. Und da sollen wir eine Stahlfabrik bauen. Und wir haben endlich neue Züge. Dann werden wir gleich den Zug mal einsetzen, um zu testen, ob das dann von Berlin nach Hamburg, ob das dann richtig ist. Ich möchte übrigens mal an dieser Stelle ein dickes Lob an euch aussprechen. Und zwar, ich habe es ja immer wieder erlebt in anderen Projekten, dass wenn ich mal eine kleine Pause mache von ein oder zwei Wochen mit Let's Play von irgendwas oder beziehungsweise Playtest oder Classics von irgendwas, dass dann sofort das Geheule losgeht, du machst ja keine Videos mehr von... Und hier bei dieser Classic-Serie muss ich sagen, es ist vorbildlich. Ihr habt gewartet, ihr habt nicht unter anderen Videos rumgespammt wie die Bekloppten. Wann kommt endlich wieder dieses und jenes? Ihr habt ganz geduldig gewartet, dass euer Lieblingsprojekt wieder erscheint. Dafür ein großes Dankeschön. Es wird natürlich weitere Folgen hiervon geben, weil ich das einfach ein tolles Spiel finde. Aber ich werde natürlich auch nicht jetzt immer nur ohne Ende hiervon Folgen machen können. Schließlich soll euch das nicht auf Dauer auch irgendwann langweilig werden, sondern auch weiterhin seinen Reiz behalten. Und deswegen wird es auch immer mal eine Pause geben hier drin, aber ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Es gibt noch so viel zu sehen hier. Zum Beispiel hat ein User vorgeschlagen, wir sollen doch mal die bis in die Neuzeit spielen. Das wäre dann zum Beispiel eine Sandkasten-Modus komplett spielen oder dass wir
Oder dass wir halt mal auf alles auf Ultra Hardcore schwer spielen. Auch das ist eine Möglichkeit. Können wir alles machen. Also da ist noch sehr viel Raum für Sachen, die wir machen können. Es wird bestimmt nicht langweilig. Also mir zumindest nicht und ich hoffe euch auch nicht. So, wir brauchen Kohle. Und Kohle. Wo ist denn hier unsere Stahlfabrik? Wo ist denn hier unsere Stahlfabrik? Ansicht. Also wo der Stahl gebraucht wird, das sehe ich schon. Aber wo... Also hier können wir dann Automobile bauen. Das ist ja dann sowieso der Gewinnbringer. Aber wo ist hier... Ach, hier ist Kohle. Und hier unten. Ich hätte auch hier in der Minimap natürlich gucken können. Okay. Also die... Also hier in München... Gehört uns ja eine Stahlfabrik, da würde ich sagen. Wir machen erstmal in dieser Fabrik den Stahl. Weil wir hier am nächsten, sagen wir mal, hier rankommen. Am besten so, dass wir da hinten die... Genau, dass wir das alles noch mitnehmen. So, dann haben wir hier Stahl, dann haben wir hier Holzfäller. So, da hat man gerade einen kleinen Mini-Absturz, aber Gott sei Dank hat das Spiel ja Autosave. Im Gegensatz zu vielen neuen Titeln, die gerade auf den Markt gekommen sind, was eigentlich auch ein bisschen unglaublich ist. So, wir können mal gucken, was wir hier dann noch an Industrien in München aufnehmen können. Dann machen wir München mal so richtig zu unserer Industriestadt. Wir machen das mal nicht so, wie wir es sonst gemacht haben, dass wir da wahllos irgendwie hin und her gefahren haben, sondern wirklich mal jetzt einfach nur die Strecken verwandelt Schweine in Lebensmittel. Das heißt, wir bauen hier eine Viehfabrik und wir bauen eine... Bum, 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 bum. Wo haben wir denn, wo war denn hier die Nachfrage nach? Genau, so machen wir das. Dann bauen wir hier noch eine Papierfabrik. So, und jetzt können wir, wir haben ja jetzt hier endlich mal eine neue Lok bekommen. Wir können jetzt hier erstmal die ganze Versorgungslinie abklappern. Dann ordentlich Schweindall und Co. mitnehmen. Was natürlich ein bisschen blöd von mir war, weil ich will natürlich hier hin. So. Und weil... Weil das alles so eng wird, hätte ich fast gesagt, wir machen das hier komplett zweigleisig und setzen zwei Züge ein. Die sollen hoffentlich nicht im Weg rumfahren. So. Und wieder der. Also, es ist so eine Sache mit dem Garten, der macht immer den gleichen Fehler, ne? So. Okay, jetzt haben wir es aber. Und das sollte erstmal klappen. Ja, und danach können wir hier aus unseren eigenen produzierenden Betrieben quasi dann von hier, würde ich sagen, Leipzig. Braucht schon Papier, Lebensmittel und genau. Dann können wir Leipzig und Berlin und so versorgen. Das gibt also eine richtig, richtig profitable Strecke hier. Werden wir dem Wagen, dem Zug hier einen weiteren hinzufügen, ein weiteres Parallelgleis machen, weil, also nicht ein Gleis, sondern ein Gleis, lieber Garderol, weil, weil eben, ja, ne, Begegnungsverkehr und so. Ich habe übrigens mal wirklich, das habt ihr mich auch gefragt, versucht rauszufinden, was ist mit der Weichenlogik. Aber ich kann sagen, die ist so verquer und so wenig durchdacht teilweise in dem Spiel, da blicke ich nicht durch. Ich habe Tests gemacht, zwischen den Städten versucht, wie ich euch das erklären kann, aber das ist einfach nicht, funktioniert nicht hundertprozentig. Ja, ich funktioniere aber hundertprozentig, bin beim nächsten Video wieder für euch da und ihr funktioniert hundertprozentig, wenn ihr dann auch wieder da seid. Ich freue mich auf euer Feedback, eure Kommentare, eure Daumen, empfehlt mich und meinen Kanal weiter, das würde mich riesig freuen. Bis dann, macht's gut, euer Garol. Tschüss und auf Wiedersehen und bis bald.